Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Himmel und der Erde und allem, was dazwischen ist. Und ich bezeuge, dass niemand das Recht hat, angebetet zu werden, außer Allah, und dass Muhammad sein Gesandter und sein Diener ist, sallallahu alaihi wasallam. Wir fahren fort mit dem Buch Tafsir al-Latif al-Mannan fi Khulasati Tafsir al-Quran von Sheikh Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di rahimahullah. Und mit der Erlaubnis Allahs werden wir heute den Abschnitt, den der Sheikh erwähnt hat, über das Freitagsgebet und über das Reisegebet sowie den Adhan, werden wir mit der Erlaubnis Allahs heute abschließen. Der letzte Vers, den der Sheikh rahimahullah erwähnt hat in diesem Abschnitt, ist die sinngemäße Aussage Allahs, in der es heißt: Und bete niemals über jemanden von ihnen, der gestorben ist. Und stehe nicht an seinem Grab. Sie verleugneten ja Allah und seinen Gesandten, und sie starben als Frevler. Dieser Vers aus Surat al-Tawbah, den der Sheikh rahimullah hier am Ende dieses Abschnitts erwähnt hat, handelt über das Totengebet. Salat al-Janaza, über den Toten und über das Bittgebet für ihn. Und diese zwei Dinge, das Totengebet sowie das Bittgebet, der Dua für den Verstorbenen, diese sind Fürsprache von den Gläubigen für die Verstorbenen. Und zwar bitten sie darin für die Verstorbenen um Vergebung, Barmherzigkeit und bitten sie darum, dass diese Verstorbenen das Paradies betreten werden. Allah subhanahu wa ta'ala verbot hier in diesem Vers seinem Propheten sallallahu alaihi wasallam, über den Gräbern beziehungsweise über diese Leute Janaze zu beten und an ihren Gräbern zu stehen, yani, um Dua für sie zu machen. Und diese Leute, sagte der Sheikh, mit diesen Leuten sind die Heuchler gemeint. Der Sheikh sagte, als Erklärung zu diesem Vers, das bedeutet: Bete nicht über jemanden von ihnen, der gestorben ist, von den Heuchlern. Und stehe nicht an seinem Grab nach der Beerdigung, damit du für ihn Dua machst. Dieser Vers wurde in Surat al-Tawbah erwähnt. Und Surat al-Tawbah ist die Sura, in der die Eigenschaften der Heuchler verdeutlicht wurden und ihre Zeichen verdeutlicht wurden. Und deshalb wurden die Heuchler in dieser Sura bloßgestellt. In dieser Sura verbat Allah dem Propheten sallallahu alaihi wasallam das Totengebet über einen dieser Heuchler nach seinem Ableben zu verrichten und an seinem Grab zu stehen und Dua für ihn zu machen. Warum? Dieser Vers wurde herabgesandt, als der Kopf der Heuchler in Medina verstarb und der Prophet sallallahu alaihi wasallam das Janaze-Gebet über ihn verrichtete. Allah verbat ihm es danach. Er sagte, rahimahullah, denn das Gebet über sie, yani als Janaze, und das Stehen an ihren Gräbern, um Dua für sie zu machen, ist Fürsprache für sie. Und die Fürsprache nützt bei ihnen nichts. Warum? Weil sie als Ungläubige starben. Deshalb sagte Allah subhanahu wa ta'ala danach: Sie verleugneten doch Allah und seinen Gesandten und starben als Frevler. Der Sheikh sagte, diese Teil des Verses erklärend: Und sie starben als Frevler, komplett außerhalb der Religion Allahs. Das Wort Frevler, Fasiq, wenn es im Koran vorkommt, dann wird damit ab und zu die Sünde gemeint, yani der Fisk. Wenn der Frevel, der Fisk im Koran erwähnt wird, dann ist damit ab und zu die Sünde gemeint, unterhalb des Kufr, yani unterhalb des Unglaubens. Und ab und zu wird damit der große Unglaube gemeint, der aus der Religion heraus befördert. Und das ist hier gemeint. Sie starben als Frevler, der Sheikh sagte, komplett außerhalb von der Religion Allahs, yani als Ungläubige.
Der Scheich sagte, und derjenige, der als Ungläubiger stirbt, yani derjenige, der ungläubig ist und auf dem stirbt, yani auf dem Unglauben stirbt, dem nützt die Fürsprache der Fürsprecher nicht. Wieso sagt der Scheich das? Weil die Fürsprache nur den Leuten des Tauhids nützt. Die Fürsprache nützt am Yawm al-Qiyam nur denen, die mit dem Tauhid starben. Egal, welche Stufe der Fürsprecher erreicht, die Fürsprache nützt den Ungläubigen nichts. Sogar die Fürsprache von Ibrahim alayhi salatu wasalam für seinen Vater wird am Yawm al-Qiyam nichts nützen. Und wird nicht angenommen. Und wer ist Ibrahim alayhi salatu wasalam? Der Scheich sagte, darin ist eine Ermahnung für die anderen. Yani für die, die noch nicht auf dem Unglauben starben, ist darin eine Ermahnung. Und es ist für sie, yani für die, die auf dem Unglauben starben, eine Schelte und eine Strafe. Der Scheich sagte, und genauso, jeder, von dem man den Unglauben und die Heuchelei kennt, so betet man über ihn nicht, yani kein Janaza-Gebet, und betet für ihn nicht um Vergebung. Und der Scheich sagt hier, von dem man diese Sache kennt, damit sind nicht Leute gemeint, über die durch Gerüchte gesagt wird, dass sie Heuchler oder Kuffar sind, sondern man weiß dies nach der Vergewisserung und man weiß es mit Gewissheit, weil die Bedingungen des Takfir erfüllt sind und die Hinderungsgründe nicht vorhanden sind. Wenn so jemand bekannt ist, so darf man kein Janaza-Gebet über ihn beten. Und man darf nicht für ihn um Vergebung bitten. Warum? Weil der Unglaube ein Hinderungsgrund ist, dass die Vergebung zu dieser Person ankommt. Der Scheich sagte weiter, und in diesem Vers ist die Gesetzmäßigkeit des Gebets über die Gläubigen, yani das Janaza-Gebet, und dass man an ihren Gräbern steht, speziell zum Zeitpunkt der Beerdigung, um für sie Dua zu machen. Und die Gelehrten haben gesagt, dass diese Taten von den besten Taten sind, was das Janaza-Gebet für einen Muslim zu verrichten. Und mit ihm mitzugehen und an der Beerdigung dabei zu sein, bis er begraben ist und dann am Grab zu stehen und Dua für ihn zu machen. Denn im Hadith wird verdeutlicht, dass derjenige, der dies tut, 2 Qirat bekommt. Und es wurde gesagt, 1 Qirat ist so viel wie der Berg von Uhud. Das bedeutet, das sind gewaltige Taten bei Allah. Der Scheich sagte, und dies war die Gewohnheit des Propheten sallallahu alaihi wasallam mit den Gläubigen, dass er dies verrichtete. Das Totengebet und dass er an ihren Gräbern stand und Dua für sie machte, speziell zum Zeitpunkt der Beerdigung. Der Scheich sagte weiter, und die Sunna verdeutlichte die Pflicht der Vorbereitung des verstorbenen Muslims, indem man ihn wäscht, und indem man ihn in Leichentücher einwickelt und indem man über ihn betet und ihn trägt und beerdigt, so wie es bekannt ist. Und hier endet die Erklärung des Scheichs Rahimullah zu diesem Vers und hier endet dieser Abschnitt. Die Frage, die sich jetzt stellt, ist, was ist der Zusammenhang dieses Verses mit dem Abschnitt? Der Abschnitt wurde erwähnt über Verse, die über das Freitagsgebet handeln, über das Reisegebet und über den Adhan. Was hat dieser Vers mit diesem Abschnitt zu tun? Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Es könnte sein, dass der Scheich Rahimullah noch an das Janaza-Gebet erinnern wollte, am Ende, nachdem er allgemein über das Gebet sprach, bevor er mit dem Kapitel bzw. mit dem Abschnitt über das Fasten weitermachte. Oder es besteht die Möglichkeit, dass diese Verse, die allgemein über das Gebet handeln, mit einer Abschreckung, mit einer Warnung beenden wollte.
bezüglich dem Nachlässigsein im Gebet. Denn das Unterlassen Gebets ist Unglaube. Und Allah subhanahu wa ta'ala weiß es am besten. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad.